Leute, ich sag's, wie es ist. Hier kommt ja momentan viel Killer und ich würde tatsächlich gerne auch mal wieder in die ein oder andere Überlebensangelegenheit reinschnabbern, aber Solo-Queue nach diesem Patch, weiß ich nicht. Schwierige Angelegenheit, Mann. Hallo. Ja, Kuckuck, ich komme schon. Du bist meine Obsession. Ich kümmere mich mal um das andere Herzchen, was hier so ein bisschen Lost Outer Space treibt. Kommen wir gleich dazu, warum. Meine Teammates spawnen rein, öffnen eine Chest, pinkeln auf den Totem und gehen dann 10 Minuten in irgendeine Ecke der Map masturbieren, Alter. Und ich guck doof aus der Wäsche. Das kannst du niemandem erzählen. Ich weiß nicht, was los ist. Die Moral ist komplett gebrochen, Mann. Aber wehe, ich spiel Killer, Alter. Dann ziehen die durch. Da wird richtig einer weggeballert. Wie die Mac hier mit dem besten Sprintburst ihres Lebens. Dankeschön, meine Süße. Der bleibt lange in Erinnerung. Ich glaube, der sponsert sogar dieses Game. Weißt du, dann sitzen die an den Motoren, Alter, mit Prove Thyself Level 24, Junge, und ziehen durch. Und ich gucke genauso blöd aus der Wäsche. Ich kann eigentlich nur doof gucken nach diesem Patch. Aber es ist okay, ist okay. So. Ich ziehe euch mal allen kurz so ein bisschen die Haut vom Leib und dann... For real? Digga, wie kannst du nur so schnell laufen mit so einem massiven Eiern, Alter? Die werden noch eine Runde spaziert, natürlich! Machen wir einen kleinen Demozug draus. Schwingen alle eine kleine Fahne. Warte mal, jetzt musst du aber. Jetzt muss sie. Danke fürs Holz. Oh nein. Ich kann mich hier nicht orientieren. Ich weiß schon wieder nie, wo der Eingang ist. Fuck! Sorry. Ich musste raus. Ah. Warte, sie wird reinwarten. Ich kann übers Loch. Ui! Ich habe nicht gesagt, dass ich sie treffe. Ich habe eigentlich nicht zu viel versprochen. Okay, verschwendet hier mega meine Zeit. Ich glaube, ich muss das Etablissement verlassen. Yo, was wir heute vorhaben. Schon 3 Minuten drinne. Ah, danke, Auto-Aim. Ich wollte unbedingt auf den Generator hauen. Ja, du hast es erfasst. Stibiffle, Save the Best for Last, ist meines Erachtens ein Gewinner, ein großer dieses Patches. Weil, ne, wir sammeln Stacks, der Perk ganz oben. Verdammt, ich habe ein bisschen gezögert. Warum ist die Nia schon wieder hier? Hier gibt es 3 Stück von denen, Alter. Was ist mit euch? So, jeder erfolgreiche Hit baut einen Token auf, einen Stack. Und für jeden Stack wird der Cooldown nach einem erfolgreichen Hit reduziert. Und da die jetzt eh... als Patch sozusagen den Cooldown nach dem erfolgreichen Angriff reduziert haben und auch die Distanz, die die Survivor bekommen, ist das ein indirekter, massiver Buff für diesen Perk. Und der Bogorgon ist der beste Nutzer, weil, wenn man die Nicht-Obsessions hittet, also die Survivor, die nicht da um ihr Symbol da diese Spinnenbeine haben, ja, dann kriegt man halt einen Stack. Und wenn man die Obsession aber hittet, also diese eine Nea, dann... bauen sich Stacks ab, aber nur mit Grundangriffen. Das heißt, wenn ich mit dem Shred die Obsession die ganze Zeit jage, und deswegen macht es so effizient, dann kann ich sie trotzdem beschädigen und hooken, ohne was zu verlieren. Und hier meine Tokens aufbauen. Aua! Frech. Das heißt, ich muss sie gar nicht ignorieren. Bei Schwein wäre eine andere Möglichkeit... Das ist ein anderer guter Nutzen. Ah, verdammt, ich habe zuerst losgelassen. Zu früh, meine ich. Aber es ist halt ein bisschen schwierig, jedes Mal diese Special Attacks zu treffen. Das war live, oder? Die war ganz schön schnell gerade. Andersrum wäre besser. Wobei es diese dumme Abfahrkurve... Na, es geht schon. Die rennt immer weiter. Das kann man zumindest ausnutzen. Ich habe auch Addons dabei, was... nachdem ich eine Palette zerschreddere, den Cooldown. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass sie einfach vaultet. Ich hätte sie treffen können. Hätte ich mal eher durchgezogen. Das war mir nicht so bewusst. Warte mal. Ich muss Stacks aufbauen. All das Sparen von der Palette von der Nea gerade. Und die Mac ermordet die einfach. Die wird vaulten. Er hat keine andere Möglichkeit. Yes, baby. 6 Stacks. Here I come. Guck mal, wie schnell ich wieder am Start bin. Junge. Fitness Gorgon, Alter.
einfach Ausdauer trainiert. Die ist ein bisschen Nüsschen. Ich guck nicht so richtig, was abgeht. Ja, guck mal. Ich dachte, das wäre entfernt genug, um reinzuschlagen, aber okay. Jetzt habe ich den Stack mir entgehen lassen, aber ist nicht so schlimm. So. Dauert ganz schön lange hier, das alles aufzubauen, aber vielleicht ist es am Ende worth it. So, wir gucken mal. Die haben den da oben gemacht, den kann ich eh schwer verteidigen, weil das Hauptgebäude hier der letzte Abfuck ist. Danke für die Kontrastfarben. Ich glaube, die Mac und diese Kate hier sind sehr gute Ziele. Die Palette hier ist... Oh, die ist noch da. Okay. Not bad. Das ist auf jeden Fall der 7. Und wenn ich Glück habe, auch noch der 8. Hier ist... Ja, ist das Fenster, genau. Nice. Oh. Ah. Geil. Niemand hat mehr Dead Heart, Alter. Ich schwing einfach rein und Leute liegen am Boden. Das ist ja Wahl, das gab's Jahre nicht. So. Jetzt haben wir 8 Stacks, jetzt sind wir auf Maximum. Ja, geht nicht. Aber das ist auch krass. Also wenn ich jetzt damit haushalte und nicht die Obsession hätte, mit einem Grundangriff, dann rip ihr. So, wir müssen uns merken, die Kate, die ist dead on hook. Ich weiß gar nicht, wie es sonst so... wir haben nur 3 Haken. Schade. Ich dachte, hier wäre noch jemand. Okay. Ist die Nancy wieder hier? Nee, die hat sich verpieselt. Okay, weißt du was? Ich... Kick den Gen, 2,5% Instant Regression und teleportiere mich mal wieder dahin. Vielleicht heilen sie da noch. Okay. Sorry, Liebes, aber ich finde gerade auch niemand anders. In diesem dummen Gebäude jag ich nicht, die Nancy. Das ist Blödsinn. Du immer hier an die übelsten Ränder der Map rennst. Boah, wie schnell hier am Start bin. Goodbye. Ciao, war schön mit dir. Bis zum nächsten Mal. Euer Herr Nüsser! Ist die Nia? Ja, ist klar. Ist klar. Die Mac hat deine Palette vernichtet. Oh, live, nice. Oh, gut gemacht. Sehr gut. Ich hatte gehofft, dass sie sie droppt, weil da ist er halt weg, ne? Also ziemlich. Warte mal. Oh, die haben das Portal kaputt gemacht. So, ich dachte, das wäre ein Skillcheck. Das Ding ist, jetzt wo man... Jetzt sieht die Angelegenheit nämlich schon wieder anders aus. Hi. Pass auf. Pass auf. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Sie kriegt null Distanz, so gefühlt. Die Palette hier ist weg. Boah, Digga, ich wünschte mir, ich hätte das schon früher gehabt. Genau diese Situation. Okay, sehr cool. Ich bringe sie mal hier hin und regress den Gen am Hauptgebäude. So, das Ding hier oben ist weg. Das müsste die Mac gewesen sein. Hier war jemand, ja. Ich shred mal, ist egal. Wenn sie runtergeht, hat sie... Stagger, ja. Kurze Erschöpfung. Okay, nice. Ich bring die Mac mal in die Mitte. Weil dann habe ich da gleich einen Haken und kann den Gen verteidigen und beides sozusagen. Und wenn ich Glück habe, sind sie da noch heilen. Weil dann habe ich nämlich gleich das nächste Ziel. Dann sind sie ein bisschen aufgeschmissen. Wuselt niemand drumrum. Die waren nur mal recht schnell abzuhaken. Oh mein Gott.
Was ist er denn da so schnell hingekommen? Hat der auch Portale? Ich weiß nicht, wann es mal an der Zeit ist, die Nea zu jagen. Sie ist nicht das leichteste Opfer. Und wir haben nur noch einen Gen. Wir machen das gut. Die zieht immer einfach durch. Vielleicht traue ich ihr ein bisschen zu viel zu, so. Wisst ihr, was ich meine? Ausweich? Ja. Ich denke immer, die macht irgendwelche krassen, ja, ich gehe zurück, 560 Grad, Juke und bin fort. Aber irgendwie, die zieht dann durch und das genau das kriegt mich. Sehr unpredictable. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Okay, hier ist dieser dumme Stamm. Also für sie ist es gut, ja. Nee, siehst du? Lässt sich gar nicht beirren. Okay, das ist Zeitverschwendung. Ich kümmere mich um die. Das sind einfachere Ziele und die beiden sind verwundet. Oh ja, bitte Nancy, bleib hier. Bleib hier, ich kriege einen Spannungsstoß. Der Perk ganz links auf den Gen. Und ich krieg hier einen Haken. Und sogar einen weißen. Wird er noch mehr regressed. Die waren gerade beide da dran. Das heißt, die haben nirgendwo anders einen. Ist so wichtig, das Makro die ganze Zeit auf dem Schirm zu haben. Ist sie näher noch hier? Ist sie. Bist tot. Diesmal habe ich nicht gezögert. Komm her. Jetzt die Frage, wo haben wir die... Oh, Deliverance. Oh, das könnte doch mal ein gutes Comeback sein für euch. Huch, sie ist raus. Lol. Borrow time. Ist klar, aber sie muss menden. Ach komm, hör auf, du hast kein DS. Du hast abgehakt. Nice, das war's mit dem Gen. Er ist fast komplett wieder low. Also er ist low, aber fast komplett wieder... Okay, jetzt reicht's aber. Ich mache einen Sack zu. Kein extra Borrow Time. Meg! Du hättest jetzt die Chance, dass das vielleicht doch noch eine Weile geht. Da war eine Palette rechts. Ich biet's dir nur an. Musst natürlich nicht nehmen. Ja, that's it. That's it. Deswegen ist es einfach smart. Hätte ich jetzt die Nea mehr gejagt, dann hätten die anderen das mit der Effizienz am Gen durchgezogen und ich. Die wären vermutlich schon raus, vielleicht mindestens zwei von denen. Deswegen war es halt in dem Fall einfach besser, sich auf den Schwachpunkt zu konzentrieren und. Ja. Gibt Leute, die das halt als noobisch abstempeln, aber die sind halt auch einfach ein bisschen. Bescheuert, also. Das gehört halt auch zum Makro dazu, so eine Dinge zu erkennen und dann eben darauf zu kapitalisieren. Das ist halt die Strategie, die da bleibt. Ja. Gegen wen trittst du an, wenn du die Wahl hast, Alter? Gegen übelsten Marathonläufer mit mega Beinmuskeln oder gegen diesen alten, auf Krücken laufenden Typen, Alter, der kaum vor dir weghumpeln kann? Wenn es darum geht, die aus dem Weg zu räumen. GG Weblade. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Zeph. Oh, nein. Ist er das, Leute?
Ist das der echte Krusty? Krass. Bin ein großer Fan, Mann. Großer Fan. Niemals! Geile Videos. Mach weiter so. Hey! Kein Scheiß. Feier deine Videos extrem. Danke, Mann. Nee. Ach, deine. Also, kurz mal irgendwie Tastaturversagen. Wird das ein Video? Wegen Stbüffel. Stbüffel. Okay, Leute. Alles klar, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.